In der Wintersaison treffen sich die 7 Werkstätten im Allgäu 4-mal, um gegeneinander Fußball zu spielen. Schon seit 2 Jahren läuft die Kooperation zwischen der Blank Arena Sonthofen und den Werkstätten, bei der die Kicker mit Handicap hier kostenlos spielen dürfen. Damit hat es eigentlich auch angefangen, dass wir so einen Gutschein bekommen haben zum kostenlosen Nutzen von 2 Stunden. Für Dezember war das mal geplant, vor 2 Jahren, hier mal rein dürfen. Ne? Und daraus ist ja dieser Turniercharakter entstanden. Ne? Und der Herr Buchmann, der hat sich auch so anstecken lassen, dass er uns dann noch weitere Monate das gegeben hat und jetzt eigentlich noch weitere Jahre. Ne? Also so, dass wir das Jahr jetzt wirklich als Winter, in der Wintersaison die Halle nutzen können, weil einige Mannschaften in ihren Standorten, die kommen ja aus dem ganzen Allgäu, auch nicht die Möglichkeit haben, in der Halle zu trainieren. Zur Tradition wird bei den Turnieren, dass beim letzten Treffen im März Jugendspieler aus Sonthofen und Memmingen dabei sind. In jeder Mannschaft sind 4 Spieler der Werkstätten und ein Jugendlicher aus der B-, C- oder D-Jugend. Eine Erfahrung, die beiden Seiten etwas bringt. Und Sie merken, die sportliche Leistung, die von Menschen mit Behinderungen gebracht werden, die ist für ihr Leistungsvermögen alle Achtung wert und ist mindestens genauso wertvoll wie das, was sie selber als Leistungssportler bringen. Das ist die eine Sache. Und den unseren Mitarbeitern ist es natürlich, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, da waren ja auch Frauen dabei, da ist es auch wichtig, man merkt es, wie sie sich da trauen, auch wie sie wachsen und wie sie da auch vom Spielverständnis einfach auch mehr mitkriegen. Schnell haben sich die Spieler mit und ohne Behinderung aneinander gewöhnt, sodass hier wirklich Teams auf dem Spielfeld standen. Um zu erzählen, wie sie vorgegangen sind, braucht Maximilian Bertle nicht viele Worte. Zusammen passen und Tore schießen. Das klappt gut. Ja. Einige Jugendspieler waren schon letztes Jahr dabei. Andere sind Neulinge, wie der 12-jährige Niklas Meyer. Er ließ sich nicht davon unterkriegen, dass er der Kleinste von allen war. Am Anfang war es komisch, aber jetzt habe ich mich eigentlich langsam daran gewöhnt. Und so der Teamzusammenhalt, der hat funktioniert? Ja, also gleich von Anfang an hat es eigentlich so gut mit meiner Mannschaft funktioniert. Die Preisverleihung am Ende des Turniers war ein emotionaler Moment. Denn auch die Eltern von Florian Schwarz waren gekommen. Er war Gruppenleiter und Fußballtrainer bei den Unterallgäuer Werkstätten in Mindelheim und ist an Silvester bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Er ist hier ja Mitglied gewesen von diesen Teams, ne, und jeder kannte ihn. Und das war natürlich dann naheliegend, dass ich dann vorgeschlagen habe, dass wir dieses Turnier dem Florian Schwarz widmen. Ne, weil das war einfach auch immer an ihn denken, wenn wir hier zusammentreffen. Florians Mutter Brigitte Schwarz überreichte den Wanderpokal an die Erstplatzierten. Das Team der Unterallgäuer Werkstätten aus Memmingen hatte bis auf ein Spiel alle gewonnen. Und so war die Freude über den Turniersieg groß.